So, grüßt euch zusammen. Heute wollen wir euch mal unseren Synergy 360 genauer vorstellen. Ich habe mir sogar extra einen Zettel geschrieben mit allen Möglichkeiten, mit allen Stationen, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Und dabei noch mit dem Ruppi, der macht das Ganze für euch vor. Station 1 ist die Sprungplattform oder auch die Step-Up-Plattform. Ruppi, mach einfach mal vor. Also das sind jetzt die sogenannten Step-Ups, lassen sich natürlich ohne Gewicht oder auch mit Zusatzgewicht ausführen. Die kann man dann in 10 verschiedenen Varianten einstellen von der Höhe. Genau, Ruppi macht schon sehr schön vor. Also man kann sie wirklich bis hierher einstellen. Das ist dann wirklich für die richtig fitten Leute. Dann gehen wir einmal weiter zum Endlosseil. Einfach mal aufrollen, Ruppi. Wenn du fertig bist, gib's Bescheid. Das könnte jetzt eine Weile dauern, wie ihr seht. Also der Name Endlosseil, der steht schon für sich. Als nächstes dann oben drüber gleich die Klimmzüge. Auch mit zig Varianten, zig Griffmöglichkeiten. Breiter Griff, enger Griff, Untergriff, Parallelgriff. Da lässt sich wirklich jede Griffart ausführen. Dann unten drunter haben wir unsere Landmine für die Athletikübungen. Ruppi, mach einfach mal vor. Das ist zum Beispiel eine Rumpfvariante, um gezielt den Bereich hier im Rumpf zu trainieren. Wichtig ist, wirklich nur die athletischen Übungen damit ausführen und nicht jetzt das klassische Theba-Rudern. Dafür ist die Stange nicht geeignet. Da ist sie nicht robust genug, wenn man da wirklich mehrere Kilos drauf lädt. Als nächstes dann unsere Dipstation. Lassen sich ganz klassisch die Dips ausführen. Also als gezielte Brust-Schulter-Trizeps-Übung. Je nachdem, wie man seinen Körperschwerpunkt verlagert, verschiebt sich dann das Verhältnis. Eine weitere Möglichkeit wären zum Beispiel Jumping Dips. Das heißt, gleichzeitig eine Drückübung, aber auch für die Beine eine Übung. Vor allem eine sehr schöne Koordinationsübung. Dann einmal weiter hier zu unserer Sprossenwand. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sich einfach dranhängt und den Bauch trainiert. Eine sehr beliebte Übung bei vielen. Eine weitere Möglichkeit wäre dann einfach rauf und runter klettern. Als Koordinationsübung. Das ist auch ganz schön. So als zwischendrin im Zirkel mit einbauen. Einfach, dass der Kopf ein bisschen mehr arbeiten muss. Dann zum TRX. Das ist vielen mittlerweile wirklich ein Begriff. Und allein beim TRX gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten, seinen gesamten Körper da zu trainieren. Ruppi führt jetzt beispielsweise das Rudern für den Rücken aus. Wichtig ist hierbei, Körper gerade halten, Spannung, Rücken, Arsch, Hintern, alles anspannen, dass man wirklich stabil ist. Als nächste Station unser klassischer Kabelzug, um eben für Brustübungen, Trizepsübungen, Bizepsübungen, alle möglichen Varianten. Genau. Das sind jetzt die klassischen Fliegende am Kabelzug für die Brust. Genau, sehr schön. Hier oben haben wir dann noch eine weitere Klimmzugmöglichkeit. Dieses Mal sogar mit so schönen, ja, Knubbeln. Gerade für unsere Kletterer sehr beliebt, weil es wirklich nochmal speziell die Griffkraft trainiert. Gut, dann haben wir hier unser Trampolin. Um eben mit den verschiedenen Gewichtsbällen gegen das Trampolin zu werfen. Das ist jetzt ein sogenannter Slamball. Also der hat nochmal einen Ball in sich. Da kann man dann wirklich mit Schmackes aufs Trampolin werfen. Und muss man sogar, damit der auch wirklich zurückkommt. Genau, das ist jetzt die eine Variante über Kopf. Dann gibt es noch die seitliche Variante, um wirklich nochmal gezielt den Rumpf zu trainieren. Beispielsweise gerade für Tennisspieler, Baseballspieler. Sehr sinnvoll. Dann haben wir hier unseren Boxsack. Aber nicht nur für unsere Boxer, sondern auch vor allem für die Koordinationsübungen. Machen wir unsere klassische Übung vor. Genau,
Hier geht es wirklich um Schnelligkeit. Na komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, jetzt wird's was. Sehr schön. Um eben gleichzeitig mit den Füßen und den Händen zu arbeiten. Eine weitere Übung, die kennen bestimmt viele schon aus den sozialen Medien, sind die Battle Ropes. Genau, Ruppi macht schon richtig vor, also die meisten stehen zu weit weg. Hier wirklich so weit vorgehen, dass man im Knick steht. Dann einmal in die Hocke, Körper anspannen und so kleine Trommelschläge wie möglich. Und so schnell wie möglich. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, jeder, der die Übung schon mal gemacht hat, der weiß, wie eklig die wird nach ein paar Sekunden. Da brennt wirklich die ganzen Arme. Dann haben wir hier noch unseren TRX-Stab. Gerade für Ruderer oder auch wieder für Tennisspieler, Baseballspieler lassen sich hier wirklich schöne Übungen ausführen oder auch Dysbalancen ausgleichen. Als Tennisspieler oder als Baseballspieler ist man halt nun mal entweder Rechts- oder Linkshänder. Und da entwickeln sich dann Stärken und Schwächen und die kann man hiermit super ausgleichen und trainieren. Hier haben wir dann noch verschiedene Bänder zum Dehnen, zum Aufwärmen der Rotatorenmanschette. Eine sehr schöne klassische Übung wirklich für die Rotatorenmanschette, um die wirklich fit zu halten, aufzuwärmen. Vom Brust-Schulter-Training, sehr wichtig, gerade wenn man zu Schulterproblemen neigt. Oder auch um die Brust aufzuwärmen oder aufzudehnen. Ein weiterer Punkt sind hier unsere Kettlebells. Da haben wir viele verschiedene Gewichtsstufen wirklich. Um beispielsweise entweder Kettlebell Swings zu üben oder Kniebeugen mit der Kettlebell. Also da gibt es zig Möglichkeiten. Sehr schön. Das war unser Synergy 360. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl von vielen Übungen. Es gibt an jeder Station zig Übungsvariationen, zig Übungsmöglichkeiten. Probiert es einfach mal aus in unserem Zirkel. Der ist jede Woche. Einfach anmelden, vorbeikommen. Ist natürlich für jedes Mitglied kostenlos. Und ansonsten, wenn ihr mal selber daran trainieren wollt, einfach uns fragen. Wir erklären euch dann einfach alles und zeigen euch alles. Wir sehen uns im Power & Fitness Center.